Blockbuster. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Transient World 4, Folge 6. Mit mir zusammen, ich bin der Dennis Spitters. Heute arbeiten Sie an einem Filmset für einen kommenden Actionfilm. Fahren Sie mit diesem Zug zum Set und warten Sie auf die Anweisung des Regisseurs. Ja, das ist heute unser Job. Ich habe das Szenario schon mal angespielt und ich muss sagen, es ist wirklich sehr interessant. Wir werden einfach mal schauen, was hier auf uns zukommt. Ich fahre das Ganze mal ohne Sicherungssysteme, weil wie gesagt, das ist alles ein bisschen anders. Ist in diesem Szenario einfacher. Ihr werdet noch sehen, warum. Oh, wir sind schon viel zu schnell. Wir dürfen hier nur 5 mph. Dann wollen wir das natürlich auch machen. 5 mph tatsächlich. Der Wahnsinn. 5 mph. Wir müssen natürlich unsere, haben wir denn jetzt unsere Spitzensignale eingestellt? Ja, die leuchten. Wunderbar. Dann fahren wir hier aus der Abstellung raus zum Filmset. Wir sind Teil eines kommenden Actionfilms, eines Blockbusters. Das ist sowas mal in Transient World 4 gibt, hätte ich mir auch nicht träumen lassen, aber es ist tatsächlich so. Fahren werden wir zu LA Union Station, Los Angeles. Das Ganze findet in Amerika statt. Und ja, werden wir schauen, was uns da auf uns zukommt. Also wie gesagt, ich habe das Ganze schon mal so ein bisschen angespielt. Ein sehr interessantes Szenario, muss ich wirklich sagen. Es wird noch ein Wettrennen mit einem Auto stattfinden und. Also da kommt einiges auf uns zu. So viel kann ich euch verraten. Auch wenn es im Moment ein bisschen langsam losgeht hier, aber das gibt sich. Glaubt mir das. Da hast du vor allem in 10. Dann jetzt hier schön geschmeidig und gemächlich. Die Union Station, das können wir immerhin 50, schon ein bisschen schneller voran hier. Wie gesagt, dieses Szenario am besten ohne Zugsicherungssysteme fahren. Ihr werdet auch sehen, warum. Das Stück zu schnell schon.
So, da sind wir auch gleich da. Und ab dann wird es interessant, das kann ich euch sagen. Gleich 12. Das Einzige, was jetzt hier wirklich stört, sind die langsamen Passagen. Aber ich denke, im Rahmen dieses Szenarios kann man darüber hinwegsehen. Weil, wie gesagt, das wird sehr, sehr interessant. Kann ich euch nur sagen. So, wie man Amerika kennt, natürlich, ne, man hört an allen Ecken und Enden irgendwelche Martinshörner bzw. Polizeikrankenwagen, weiß der Teufel. Das ist Amerika, wie es leibt und lebt. So, da fahren wir langsam aber sicher der Union Station entgegen, beziehungsweise dem Haltepunkt. Als ich das vorhin angespielt habe, bin ich ganz, ganz leicht gegen den Prellbock gerammt. Passiert ist nichts, aber ja. Also ich bin da ganz, ganz leicht gegen gefahren. Das sollte im echten Leben nicht passieren. So, ein Stück können wir ja noch. So. Der Regisseur ist bereit, eine Probefahrt mit dem Zug zu filmen. Wechseln Sie den Führerstand und fahren Sie den Zug in die Startposition. Ja, das werden wir jetzt machen. So, es findet das Ganze im Rahmen einer Probefahrt statt, um das Ganze zu proben. Und dann findet die wirkliche Action statt. So, die müssen wir wieder auf Lösen setzen. Beziehungsweise auf neutrale Position, das ist glaube ich hier vorne irgendwo. Die müssen wir auf getrennt machen. Das müssen wir auf aus machen. Das müssen wir auf aus machen. Und
Das müssen wir auf ausmachen. Das auf aus. Den müssen wir auf ausmachen. Neutral mitnehmen. Und da müssen wir den Führerstand wechseln. Das heißt, wir fahren, gehen vom Steuerwagen in die Lokomotive, in die Tür zu. Laufen logischerweise durch unseren leeren Zug. Ist nicht für Passagiere freigegeben, dieser Zug. So. Steigen wir mal aus unserem Doppeldecker aus. Machen wieder die Türe zu. Na komm schon. Dann laufen wir hier den Bahnsteig entlang. Diese Frau guckt schon ganz begeistert, aber ihr dürft leider nicht mitfahren. Dieser Zug ist nicht für Fahrgäste freigegeben, sondern wir haben einen ganz besonderen Auftrag. Da sollen wir hier in unsere Lok einsteigen. Wunderschön. So, zack. Wunderbar. Dann steigen wir, setzen wir uns hier hin. Machen wir als allererstes mal, bevor wir das nämlich vergessen. So, dann machen wir zack, zack und zack. Dann machen wir zack und zack. Wir machen Passagierzug. Ja. Das Ganze machen wir auf Lösen. Und dann fahren wir los. Zum Startpunkt. MPH wird hier vorgegeben. Und dann geht es darum, wie gesagt, dann ist Probefahren bzw. Probeaufnahmen. Und dann geht das Ganze wieder dann zurück und dann geht's ernst. Also so weit war ich auf jeden Fall. So weit habe ich es ungefähr angespielt. Richtig cooles Szenario, muss ich wirklich sagen. Gefällt mir. So, da vorne ist der Startpunkt. So, löse schon mal die Bremse. In dieser Szene muss der Zug mit dem Stunt-Auto mithalten. Fahren Sie mit hoher Geschwindigkeit und passieren Sie jede Markierung gleichzeitig mit dem Auto. Fahren Sie so los, sobald der Regisseur grünes Licht gibt. Ja, das heißt, das war. Den machen wir schon mal auf Lösen. Warten Sie auf den Regisseur. Genau.
muss das nur richtig, die Hebel jetzt richtig haben. Alle auf Position, fertig und. So, auf geht's. So, 25 dürfen wir erstmal noch nicht überschreiten. So, und ich kann euch gleich das Fahrzeug zeigen. Da fährt's, ihr seht's da unten, wo der LKW ist, auf der Straße. Mit dem müssen wir ungefähr mithalten. Das heißt, wir müssen auch ungefähr die Geschwindigkeiten einhalten, sonst sind wir viel zu langsam oder zu schnell für das Auto, dann passt das nicht mehr. Das dürfen wir 30. Also ordentlich den Hebel durchziehen, damit er schnell auf Geschwindigkeit kommt. So, da ist die erste Markierung, die wir jetzt durchfahren. Ziel erfüllt. Wunderbar. Schön die Geschwindigkeit beibehalten. Nicht zu schnell werden. So, das Auto fährt ein Stück hinter uns, ihr seht's. Ungefähr 97 Yards. Es holt uns jetzt langsam wieder ein. Das heißt, wir müssen wieder ein bisschen Leistung aufschalten. Wir sind ungefähr auf gleicher Höhe, ungefähr. Also ich glaube, das kommt jetzt auf den Meter nicht an. Das ist über 50. Heißt schon der Helikopter bei uns. Ziel erfüllt. So, und das ist die letzte Markierung. Perfekte Fahrt, der Regisseur ist zufrieden und bereit, die Szene zu filmen. Gehen Sie zurück zum Startpunkt und bereiten Sie sich auf eine weitere Fahrt vor. Ja, das heißt, wir müssen jetzt hier gleich einen Haltepunkt anhalten. Nämlich wenden, wieder zurück zum Startpunkt. So. Das wäre halt geschafft. Die Probe haben wir durch. So, das stellen wir dahin. Den stellen wir auf neutrale Position. So, müssen wir den Führerstand wechseln. Machen wir natürlich.
jungen Männer. Schießen wir die Türe. Oh, Entschuldigung, aber der musste sein. So, wechseln wir mal den Führerstand. Wieder hinein in den Steuerwagen. Warten, bis sie sich schließt. Das ist der Fall, wunderbar. Steigen wir auf. Ne, ist doch hier. Da oben ist er, genau. So. Tür zu. Zack. Und das Ganze wieder von vorne. Zack. So, dann geht's weiter. So, LA Union Station. Jetzt wieder hin. So, die kurzzeitige 25 ignorieren wir jetzt mal. Ist eh wieder 50. Mal werden hier. Und dann geht's gleich um die Wurst.
uns jetzt wieder zurück zur Station und dann geht es mit Sicherheit wieder zum zum Startpunkt. Ja, und dann werden wir das Ganze nochmal machen mit der Markierung und dann ist aber live angesagt, beziehungsweise Action, beziehungsweise dann geht es drum. Ist keine Probe mehr. So, da hinten werden wir dann abermals wenden. Und dann werden wir da alles dafür tun, dass dieser Actionfilm auch gelingt. Dieser Stunt. Wären wir. Wunderbar. So, die sollen wir wieder auf neutrale Position stellen. So, den auf getrennt. Dann das aus, aus, aus und aus. Aus und mitnehmen und wieder mal wenden, beziehungsweise Überstand wechseln. Stecken wir hier mal aus. Ist zu. Dann steigen wir in unsere Locke ein. Hier schon Ausfahrt. Ah, kommt gerade an. So, rüsten hier mal auf. Zack, zack, zack und zack. Dann zack, zack. Passagierzug. Dann sollen wir losfahren. Wieder zum Startpunkt. Erstmal mit 12. Und dann geht's gleich drum.
Wunderbar. Noch 340 Yards, dann sind wir da. So, der muss natürlich warten, dass wir hier Vorfahrt haben. Sieht schon geil aus. Sieht schon echt geil aus. Ach du Scheiße! Stopp, 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 stopp! Fuck it, ey! So, entschuldigt gerade. Da ist ein bisschen was schief gegangen. Ihr habt den rote Signal überfahren. Aber ja, sind wir wieder da. Die gesamte Crew ist in Position und bereit zum Filmen. Halten Sie mit dem Stunt-Auto Schritt und passieren Sie die Markierungen wie zuvor. Der Regisseur wird jeden Moment mit dem Countdown beginnen. So. Nein, nein, nein. Warten Sie auf den Regisseur. Das werden wir auf jeden Fall tun. Ach shit, ich muss ein bisschen die Bremse anziehen. 3, 2, 1. Auf geht's! Jetzt geht's drum! Jetzt geht's drum! So, 25 mph fürs Erste. Hoffentlich klappt das jetzt alles. Das Auto fährt da vorne auf der Straße. Da hinten fährt, ihr seht. Sind wirklich Teil eines Films. Teil eines Films. So, 30. Ziel erfüllt. Wunderbar. Jetzt kommt Markierung 2. Nochmal, nochmal. Ich habe das nicht drauf, aber ihr habt es ja gesehen. Ach, im grünen Bereich. Schaut euch das an. Da 50.
Führung 2. Ziel erfüllt. Geil. Absolut geil. So, ein bisschen langsamer werden. Wunderbar, wunderbar. Ziel erfüllt und fertig, gut gemacht da draußen. Sehen wir uns an, wie sie abgeschnitten haben. Ja, das interessiert mich jetzt auch mal. Geschwindigkeitsüberschreitung minus 390. Aber immerhin. So, das war es auf jeden Fall mit dem Szenario Blockbuster. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein wirklich sehr, sehr schönes Szenario. Muss man wirklich sagen, also vom Feinsten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bis zum nächsten Mal. Euer Dedenny spielt das. Haut rein. Habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Bleibt mir treu. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer Dedenny Spieters. Bye, bye.